Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus, heute mit einem Set von Blocky. Ich weiß, das ist eine etwas unbekanntere Firma, zumindest hier in Deutschland. Sie haben mehrere Reihen, My Army, My Police. Und ich schaue mir dieses Set heute mal an und sag euch mal, ob ich Blocky empfehlen kann oder halt nicht. Das ist jetzt von Blocky KB0913, ist ab 6 plus geeignet, 169 Teile, My Army Reihe. Es ist halt so eine Art Armee-Truck. Wir sind bei Blocky immer in Spielsets, das muss ich dazu sagen. Das sind keine Display-Sets. Also habt da keine Illusion. Das wird jetzt wahrscheinlich vom Aussehen her nicht das Geilste sein, was ihr je gesehen habt. Es kommt ja darauf an, dass man damit gut spielen kann. Das ist das Wichtigste, dass es robust ist, dass es spielbar ist. Blocky ist übrigens eine Firma aus Polen. Bevor ihr jetzt zu große Illusionen kriegt, obwohl der Firmensitz in Robokowo ist, oder wie man es auch immer ausspricht, tut mir leid, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Ihr könnt es auch einfach mal nachlesen, rein theoretisch. Das ist übrigens ein 800-Seelendorf in Polen. Denkt ihr aber bitte nicht dran, das Ding mit Kobi zu vergleichen, weil Kobi ist zwar auch ein polnischer Hersteller, aber Kobi macht es ja aus, dass Kobi in Polen produziert. Und hier sehen wir Made in China. PRC ist nun mal China. Das ist jetzt kein Negativbeispiel, das machen die meisten Hersteller, das macht Lego genauso wie, ach keine Ahnung, Kada, genauso wie andere. Also, was soll ich da noch aufzählen? Sluban zum Beispiel. Das Rosingbau. So, jetzt haben wir alle aufgezählt. Sind alle glücklich. Wunderschön. Auf jeden Fall, das machen die meisten Hersteller. Das ist jetzt kein Negativbeispiel, aber es ist halt auch nicht so positiv wie bei Kobi. Wir haben vorne drauf jetzt hier das Set an sich schon mal abgebildet. Einen kleinen schönen Soldat, ein paar Sandsäcke. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann alles bespielen lässt, wie das alles bautechnisch gelöst ist. Oben sieht man nochmal das Set in ein bisschen anderer Pose. Hinten sieht man ein Teiletrenner ist included. Das ist ganz cool. Dann sieht man hier die Webseite www.glockyblocky.pl. Guckt gerne mal drauf, warum eigentlich nicht. Hier seht ihr nochmal das Set und hier seht ihr nochmal andere Sets mit Bezeichnungen. Wenn ich davon mal eins testen soll, schreibt mal welches und ich mach's. Ihr könnt ja hier einfach die Setbezeichnung und das Set mal anschauen. Wenn ihr eins unbedingt sehen wollt, wie gesagt, sagt Bescheid. Das kriegen wir hin. Ich habe es jetzt auf Amazon gekauft. Man kann es auch nur auf vielen anderen Seiten kaufen. Ich verlinke es auch mal auf Amazon. Ich denke, das ist das Einfachste. Die nehmen sich preismäßig jetzt auch nicht so viel zu anderen Verkäufern. Man muss hier halt bei Amazon, aber obwohl man Prime hat, auch Versand bezahlen. Das ist jetzt relativ doof, aber es wird halt dort von dem Verkäufer auf Amazon versendet und nicht von Amazon direkt. Das ist wichtig zu wissen im Endeffekt. Ja, da habe ich jetzt genug gelabert. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Set auf, dann gucken wir uns schon mal die Teile mit den Tüten an, dann gucken wir uns die Anleitung an und dann bauen wir das zusammen und dann schauen wir mal, ob ich es empfehlen kann oder eben nicht. So, nochmal ein paar letzte Worte zur Box. Sie hat mich schon wieder mal ein bisschen positiv überrascht, weil ich bin ja ein großer Fan vom zerstörungsfreien Öffnen. Und das ist hier möglich. Das ist einfach nur jetzt mal auf der anderen Seite, die ich jetzt noch nicht aufgemacht habe, mit so einem Klebeteil zugemacht, wo nochmal der Markenname Blocky draufsteht. Die halten nun was auf sich, die verstecken sich nicht. Hier steht überall der Markenname immer schön drauf. Das schneidet man einfach auf und dann kann man die Box öffnen. Und dann haben wir hier. Machen ja jetzt sehr viele Hersteller so. In der Box nochmal einen kleinen Karton, wo eben die Teile drin sind. Da können wir jetzt mal zusammen schauen. Wir haben hier zwei, drei, sieht nach vier Tüten aus. Genau, wir haben vier Tüten. Wieder eine Menge auf die Teile, aber okay, was willst du denn machen? Dann haben wir ein paar Aufkleber. Ist jetzt natürlich an und für sich nicht schlimm, weil es ein Spielset ist. Ich mag es immer mehr ohne. Da bin ich halt ein so Typ dafür. Ich mag es am meisten ohne. Das ist wieder so eine ganz andere Kontroverse, wo ich auch nochmal meine Meinung drüber sagen kann, warum ich die ohne mag und nicht mit und bla und bli und blub. Bei diesem Set, weil es aber eindeutig ein Spielset ist, werde ich die Kleber ausnahmsweise mal aufkleben und dann schauen wir uns das natürlich auch mit Aufklebern an. Dann haben wir, was ist das? Eine Beschreibung scheinbar. Ah, genau, das ist eine Beschreibung, wie die Aufkleber geklebt werden. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, sonst ist das ja immer in der Anleitung drin. Und dann haben wir hier die Anleitung. Finde ich, macht auf den ersten Blick einen wertigen Eindruck. Ich nehme jetzt mal diese Innenbox hier weg. Die Anleitung macht auf den ersten Blick einen wertigen Eindruck, da bin ich ein Fan davon. Das liegt vor allem dran, dass sie eben schön gebunden ist. Hat hier aber eine kleine Beschädigung, aber gut, das kann, glaube ich, passieren. Hat so ein kleines Eselsohr, würden wir sagen. Und wenn wir uns das hier anschauen, es ist Kobi ähnlich.
Da haben sie sich eben beim anderen Pole so ein bisschen umgeschaut. Es ist im Endeffekt ausgegraut und dann die Teile, die man jetzt baut, ja, wieder in Farbe. Wir haben hier 100.000 Mal das Wendensymbol. Das wird wahrscheinlich stressig. Mal schauen, ob da die Anleitung so ausgeklügelt ist. Aber es ist natürlich designtechnisch anders als eine Kobi-Anleitung. Also ich will nicht sagen, dass hier irgendwas kopiert wurde, auf keinen Fall. Ich baue jetzt das Set auf, sag euch dann Bescheid, wie es mir gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten wichtigen Bauschritt, würde ich sagen. So, wir sind jetzt bei Bauschritt 5 und ich muss sagen, ich und das Set hatten ein bisschen einen schwierigen Start. Das liegt an mehreren Sachen. Also einmal die Teilequalität ist wirklich völlig in Ordnung, aber schlagt euch diesen Kobi-Vergleich sofort wieder aus dem Kopf, wenn ihr denkt, polnische Klemmbausteinfirma, das ist nicht so. Wir haben teilweise verkratzte Teile, offensichtliche Angusspunkte. Es ist vom Bauen sehr, sehr, sehr schwierig. Also teilweise Klemmkraft so zehnfach Kobi, also dass man einen Hammer braucht, um es zusammenzubauen, wisst ihr, wie ich meine? Und dann teilweise Klemmkraft, die wirklich nicht der Hammer ist. Das hat schon mal ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ich meine, wir bauen wie immer bei dem Auto jetzt erstmal unten das Gestell und da möchte ich auch noch ein paar Schwierigkeiten mit der Anleitung zeigen. Ich finde nämlich zwei Sachen. Einmal ist hier das Schwarz sehr, sehr, sehr schlecht dargestellt. Zum Beispiel haben wir hier bei dem Gestell unter den Plates Modified ein Bru, also ein Vierer Brustein. Falls ihr nicht wisst, was ein Brustein ist, gibt es ja bei Lego sehr selten bis gar nicht. Also bei Original Lego. Das ist mehr oder weniger wie eine Plate mit Noppen in beiden Richtungen. So, jetzt haben wir hier in der Anleitung die Darstellung. Das geht hier oben beim Teil, sieht man es noch halbwegs. Aber jetzt sag mir mal bitte hier unten bei dem Gebäude, dass das ein Brustein ist. Und nein, das ist jetzt nicht, weil der Fokus nicht mitmacht. Das sieht man so schlecht. Ist wirklich so. Dann haben wir ja hier diese Verzierungen gebaut. Das sind diese markanten Steine, mit denen man eben immer so eine Kante überwindet. Kennen wir alle. Und dann sagt mir mal, was jetzt in der Anleitung bei diesem Stein dieser Stein ist. Also da haben wir eine ganz, ganz, ganz komische Ansicht von dem Stein. Da in der Mitte ist es natürlich, ich meine, es ist jetzt Ausstoßverfahren, aber man erkennt da kaum, was es sein soll. Da kennt man fast nicht, dass da diese Stufe drin ist. Schwierig, schwierig, muss ich sagen. Das hat mir ein paar Schwierigkeiten bereitet bei der Anleitung. Das ist jetzt natürlich mit viel Nachdenken, was heißt viel Nachdenken, mit ein bisschen Kopf einschalten kommt man drauf. Man muss aber immer bedenken, dieses Set ist ein Spielset und wird auch von Kindern gebaut und die werden damit Probleme haben. Dementsprechend ist das etwas, was nicht gerade fürs Set spricht. Ich baue jetzt mal weiter, hoffe mal, dass ich dieser negative Eindruck noch ein bisschen verbessern kann und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten wichtigen Schritt wieder. So, wir sind jetzt bei Bauschritt 10 und ich muss sagen, es ist immer noch nicht ein perfektes Set, aber es ist ein bisschen besser geworden. Ich erzähle mal warum. Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Diese Probleme beim Festdrücken der Steine und dieses richtige Krachen, wenn man es zusammendrückt und dass es viel zu straff geht und dass da ein bisschen Passgenauigkeit fehlt, hat sich jetzt bei allem, was hier oben gebaut wurde, verbessert. Das war jetzt nur bei den Platten aufeinander so, das ist bei den Bricks jetzt besser geworden und da bin ich auch froh drum, weil sonst wäre das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das so geblieben wäre. Ich muss sagen, jetzt zu dem Negativen. Ist alles andere als der Bau, im Endeffekt. Wir haben verkratzte Teile dabei, wir haben Teile mit Angussstellen dabei, die sehr offensichtlich sind. Ich kann ja mir mal schauen. Ich weiß nicht, man sieht es sehr schwierig, ne? Auf jeden Fall, da sind große Kratzer drin. Aus der Tüte große Kratzer. Dann die Türen. Ich finde diese Türlösung nicht so schön, wenn die Türen immer nur so quasi auf einer Noppe befestigt werden hier. Und klar, die wird oben dann noch festgemacht, aber ich finde dann, die Türen, die gehen dann einfach nicht so schön smooth auf. Das gefällt mir nicht so. Das nächste ist, die Türen haben grobe Fehler beim Entgraten. Das kann ich mal zeigen. Ich mache sie nochmal ab. Da haben wir, ja, Fokus ist jetzt natürlich schwierig. Will nicht scheinbar. Schade. Ja, komm, Fokus. Fokus, dankeschön. Seht ihr das? Das sind grobe Fehler beim Entgraten drin bei beiden Türen. Was haben wir noch?
Im Endeffekt, ich finde die Farbe nicht so schön für ein Armee-Set. Kann ich aber natürlich Blocky in dem Moment nicht vorwerfen, dass sie so grell ist, weil es eben auch ein Spielset ist. Ich meine, das weiß man, wenn man es kauft. Ich finde aber, es passt halt jetzt in den Raum Armee relativ wenig rein. Also die Farben sind beispielsweise greller wie bei diesem Set hier. Und ich meine, das ist ein Pokémon. Und da sind die Farben nicht so grell. Muss man jetzt selber entscheiden. Es ist ein Spielset, okay? Dafür reicht's. Aber damit, das zeigt halt immer mehr, man stellt sich das Ding nicht ins Regal, weil es schön aussieht. Da würde man schon eher so einen Farbton hier erwarten. Wie eben zum Beispiel bei Kobi. Ja, aber sonst, wie gesagt, vom Bau, es lässt sich gut bauen. Es sind weniger Probleme als vorher. Das Set wird von den ersten Bauschritten so ein bisschen schon gedämpft. Und das, auch das, obwohl es noch genug zu bemängeln gibt, schon viel, viel besser geworden. Ich muss halt sagen, auch die Steine wiegen fast nichts von Blocky. Das ist sehr interessant. Also wenn ich von Kobi sowas gebaut habe hier, dann kann ich damit eine Fensterscheibe einwerfen. Und das hier, das wiegt fast nichts. Gut, das ist jetzt jeder, wie er es mag. Stabil ist es trotzdem. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter. Ich denke tatsächlich, dass es dann schon fertig ist, bevor ich es euch das nächste Mal zeige. Und dann kommt noch mein Fazit dazu, ob ich es empfehlen würde oder eben nicht. So, nach nun insgesamt 24 Bauschritten sind wir auch schon fertig mit dem Set. Und bevor ich alles sage, was ich an dem Set schlecht finde, möchte ich jetzt schon mal die Warnung rauslassen. Kauft's euch nicht. Der Bereich, wo ich es empfehlen würde, ist sehr, 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 sehr eingeschränkt. Aber wie gesagt, darauf gehe ich noch ein. Das Set an sich ist, wie soll ich das sagen? Von der Schönheit ganz zu schweigen. Also ich finde es nicht sehr hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es erinnert mich an eine Armeekuh. Das ist auch kein gutes Flecktarnmuster getroffen oder sowas. Ich finde, es sieht einfach nur lächerlich aus. Also, ich weiß nicht. Es ist nicht meins. Dann haben wir noch extreme Fehler. Wie zum Beispiel das Geschütz. Warum sieht das so komisch aus, fragt ihr euch. Alles klar, kann ich euch sagen. Man hat eigentlich nach Anleitung und nach allen Bildern zweimal dieses Teil, was übrigens auf allen Bildern schwarz und nicht grau ist. Hier haben wir es einmal und ich musste mit einer Waffe, die ich sowieso noch übrig hatte, das Ganze auffüllen. Sonst hätte ich hier nur ein Einer-Geschütz gehabt und das ist einfach mein Fehlteil. Heißt, da muss ich mich wieder beim Hersteller beschweren und das ist wieder Arbeit, die man eigentlich nicht haben müsste, vor allen Dingen nicht bei so einem kleinen Spielset. Da hofft man eigentlich, dass es reibungsloser verläuft. Dann haben wir natürlich schon ein, zwei Funktionen, wenn man das so nennen kann. Also man kann hier vorne die Motorhaube aufklappen, um auf den Motor zu gucken. Motor. Motor, ich sag's nochmal. Das ist lächerlich. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man das ein oder zweimal macht und dann sagt man sich, okay, es sieht sowieso beschissen aus, ich lasse es zu. Dann haben wir hier hinten nochmal so eine kleine Kiste, die man öffnen kann. Da hast du nur ein bisschen Stauraum drin. Da kann man eventuell was reinlegen. Jeder wie er will. So richtig Platz ist da nicht. Das nächste Problem an und für sich, es hält auch der Bespielung hundertprozentig nicht stand. Wir haben sehr, sehr lockere Teile, wie diese Teile hier, die werden sehr schnell abfallen. Wir haben hier vorne Probleme mit den Teilen, dass die sehr schnell abfallen werden. Es bringt nichts. Die Ladefläche an sich sieht nicht gut aus. Also ganz ehrlich, hier wurde alles weggespart, was das Modell noch mal ein bisschen hübscher gemacht hätte. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dann das Problem mit den Reifen. Schaut euch mal die Reifen an. So sehen sie schäbig aus, weil sie halt so komplett im Gummi eingelassen sind. Und man könnte jetzt sagen, du hast die falsch rum gebaut. Nein, ich habe sie genauso gebaut, wie sie in der Anleitung gemacht werden. Und das sieht schäbig aus. Die eiern ohne Ende. Also, ich weiß nicht, ob man das hier sogar sieht. Die eiern echt schlimm. Und dann kann man natürlich denken, bau sie doch mal andersrum. So sehen sie hübscher aus. So würden sie auch nicht so eiern. Aber das Problem ist, sie sind komplett hier dran und fallen dann ab, weil sie so nicht funktionieren. Also, oh, guckt euch allein mal hier. Guckt mal, wie schief die Räder stehen.
So, und das dreht sich dann nicht mit und es fällt dann ab. So, seht ihr, ist locker, fällt ab. So ist es also auch nicht zu betreiben. Auch nicht, wenn alle so gebaut sind. Also dann stehen halt alle Räder und es ist noch weniger Spielwert drin. Ich kann das Set im Großen und Ganzen nicht empfehlen. Es ist schade. Ich probiere gerne mal eine neue Marke aus. Ich empfehle auch gerne mal eine neue Marke. Ich hätte bei dem Spielset über sehr vieles hinwegblicken können, aber hier sind sehr viele Fehler drin. Insgesamt kostet es natürlich nur 8,50 € auf Amazon, 8,54 €, aber selbst dafür, ey, geh auf eBay, hol dir gebraucht ein Set von Sluban sogar, das wird besser. Und vielleicht für 15 € kriegst du ein echt gutes gebrauchtes Set von Kobi, da hast du mehr Spaß damit als mit dem hier. Und da sind wir noch nicht mal bei so echt lächerlichen Punkten angekommen. Wie hier zum Beispiel, das soll eine Blume darstellen. Die ist aus diesen zwei Blumenteilen gebaut und darauf einfach wie, ich weiß nicht, ist das eine rote Ratiozierblende oder was soll das sein? Also komm, das sieht doch lachhaft aus. Dann sehen die Sandsäcke völlig anders aus als auf den Bildern und natürlich nicht zum Vorteil. Sie sehen nicht schöner aus. Sie sehen anders aus als in der Anleitung. Es sind einfach andere Teile und sie sehen nach nichts aus. Tut mir leid. Das nächste, die Figuren, haben sie natürlich im Lego-Stil gemacht. Mit gelben Gesichtern, muss ich sagen, gefällt mir auch nicht so sehr. Aber das ist dann Geschmackssache. Ich finde, die Bedruckung auf der Brust ist okay. Arm-Bein-Bedruckung ist nicht da. Rücken ist auch nicht bedruckt. Sind beide Figuren, sie gehen. Aber boah, ganz ehrlich, da nehme ich mir lieber eine andere Figur her. Und da finde ich selbst die von Sluban schöner. Von Sluban, tut mir leid, die von Kobi schöner. Die ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Dann auch das hier. Hier baust du so eine kleine Kiste, da passt nicht mal das kleinste Teil aus diesen Werkzeugbögen hier rein. Und das ist die Waffe. Nicht mal das passt rein. Also zu nichts zu gebrauchen, wenn man ehrlich ist. Nicht mal zum Ausschlachten von den Sandsäcken oder sowas. Weil die sehen halt auch nach nichts aus. Ach so, Thema. Ich habe ein Thema vergessen beim Fahrzeug. Hier Türen kann man öffnen. Na? Geht sowas von schwer, dass da kein Kind der Welt es aufkriegt. Und dann guckst du hier rein und da ist nichts. Das ist ein Lenkrad, da sind keine Sitze, da ist nichts reingebaut. Keine Mühe. Nein, gefällt mir nicht. Hinten ist das Auto bis hier hinten einfach mal offen. Wurde alles weggespart. Ich kann es nicht empfehlen, tut mir leid. Auch nicht für den Preis. Und dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kauft euch am besten bessere Sets. Kauft euch wahrscheinlich nichts von Blocky. Ich weiß es nicht, ich werde noch mal eins probieren. Ich gebe Herstellern immer eine zweite Chance. Aber ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Ich sage nicht mehr dazu. Euer Krieg der Steine.